Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sind hier jetzt hier oben bei den Snappern und ich immer ein bisschen dann können wir die ja auch noch hier ausbeuten. Frage, können wir hier so einfach durch? Einfach hoch? So. Wurzelsuppe. Gibt nur 7 Leben, wow. Ja, wir gönnen uns erstmal jetzt die ganzen Suppen. Und die Dinger können wir uns auch nochmal gönnen. So, was gibt's das? Mana-Bonus. Erfahrung. So, Traumbuch. Mana plus 2, okay. Hätten wir mal alles ausprobieren sollen. Und Luna und Dietze. Gibt nochmal 5 Erfahrungen. Und jetzt sind wir high wie sonst was. Hier jetzt aus. Ja, 5 von 7 Mana jetzt. So, und die schalten wir jetzt aus. Reis wieder wegmachen. Wir haben zu viel Reis, finde ich, noch Tasche. So, komm. Gesundheit muss voll werden. Neu hier muss ich mal ein bisschen beeilen. Ich bin gespannt, was wir hier finden werden. Ich habe gesehen, von Snapper.
Wofür erstmal der Schlüssel ist, den wir jetzt eingesammelt haben. Hier haben wir alles schon durch, abgelootet. Meine ich. Ja, hier ist nichts. Dann gehen wir mal den Weg da entlang. Wo sind wir genau eigentlich? Ah, da oben. Und wir kommen hier schon auf eine Grenze. Eine Barriere. So, die Eichpflanzen. Okay. So, die Eichpflanzen. Ja, da. Mit. Klettern oder so. Wohl sieht auch nicht danach aus. Aber hier sind schon viele Snapper. Ja gut, wenn wir hier nichts machen können, bleibt uns nichts anderes über, außer wieder runter zu gehen und unserer eigentlichen Aufgabe da nachzukommen. Na komm, wir gehen mal da rum. Besser und geht schneller. Und wer weiß, vielleicht sind hier auch noch irgendwo ein paar Snapper. Oder ein paar andere Viecher, die wir letztes Mal vergessen hatten, übersehen hatten. Ne, hatten wir hier nicht. Spring lang, ja genau, den lang. Aber ich finde super, dass wir auch schon mal jetzt eine etwas bessere Rüstung haben. Leichte Garderüstung war ja vorher, jetzt haben wir die normale. Jetzt hätte ich aber gerne als nächstes wirklich die schwere Garderüstung. Und wer weiß, was wir danach beim Fliegen. Für Gomez! Wenn du meinst. Was kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja,
Bei mir kannst du lernen, deine Ja, das kann das schon sein. Fünf. Also Stärke. Nochmal. Nochmal. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Jo, das mach ich. Mach's gut. Wie sieht's jetzt aus? 56 haben wir jetzt Stärke. Jetzt müssten wir auch mittlerweile gegen alle ankommen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wir quatschen trotzdem noch erstmal mit Raven. Aber war es gibt. Hallo! Hi. An der Geschichte muss doch wohl. Okay, lass mich mal durch! Lass mich mal durch! Lass mich mal durch! Ah. An der Geschichte muss wohl doch was. Hallo! Hi! Okay. In seiner Hauptrichtung. Ich kann denen keinen Zwischenbericht geben. Jeder dieselbe. Schauen wir mal, ob ich noch was verkaufen kann. Oder ob ich jetzt schon besser was zu sprechen kann. Auf so irgendwie die Nase. Für Gomez. Für Gomez. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast. Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten. Okay, das bin ich noch nicht. Wer? Skip. Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte. Hat er noch Erz? Er hat kein Erz mehr. Der hat kein Erz. Dem können wir nichts verkaufen. Dann nochmal vielleicht zu Dexter oder Fingers. War nicht besonders schlau. Wenn du meinst. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Und jetzt bin ich auch gespannt, was das noch zu sagen hat, wenn ich jetzt an dem vorbeigehe. Gomez. Für Gomez? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir ein. Okay, dem konnte ich nichts verkaufen. Der Fist war das, genau. Dexter und Fist. Manche sagen aber gar nichts dazu. Was passiert mit für Gomez? Für Gomez. Check mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich dachte, das wäre schon lange. Okay, nice. Dem kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Klar, dass das Ärger gibt. Die Dinger haben wir nicht. Das ist ja lieber raus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, was haben wir hier? Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wahrscheinlich. Kann schon sein. Ich habe zwei Schlüssel hier. Ich nichts damit zu tun habe. So, was habe ich hier noch zum Verkaufen? Was ist das? Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich weiß nicht, ob ich die kaufen werde. War doch klar, dass das. Das ist 100 Erz wert. Und verwitterte Axt auch. 780. Wirklich nicht 33. Ja, gut. 780 besser als gar nichts. Okay, wir sind hier aber auch schon mittlerweile reichst. Lass uns lieber was. Gehe ich mal von aus. Wir sind mit 5000 Erz. Absolut idiotisch. Manche haben aber gar nichts. Ich dachte, dass. Dann können wir jetzt los zum neuen Lager. Wir haben jetzt aber auch keine Lernpunkte mehr, die wir verbrauchen können. Ich glaube kaum, dass ich da bin. Mit wem muss ich reden? Dass die Magier aus dem neuen Lager diese beiden Artefakte fehlen.
Okay, muss ich einfach mal mit einem der Magier reden. Komm schon. Ich glaube, da hinten sehe ich schon Blatt. Jetzt bin ich gespannt, was der zu sagen hat. Okay, der redet nicht mit uns. Okay, ich hatte gedacht, der hat uns was zu sagen, der quatscht uns gleich an. Aber anscheinend ja nicht. Okay, wir brauchen hier definitiv einen Schlüssel. Und mit Dietrich kommen wir hier nicht weiter. Ah, du bist es.
Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Aha, wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Okay. Bis später. Jo. Also wir ziehen hier eh unser eigenes Ding durch. Ist vollkommen egal, welches Lager wir hier beitreten. Wir werden wahrscheinlich eh mit allen Lagern hier zu tun haben. Also zumindest vom Gefühl her. Quatschen wir mal mit Kronos. Aber ich fand's interessant, dass Gorn jetzt hier unten war. Und anstatt da oben. Da brauchen wir alles laufen. So, da haben wir Kronos. In seiner Haut will ich trotzdem. Wo geht der denn jetzt? So heiß gegessen, das geht normal nicht besonders. Ich wollte schon sagen, wo geht der? Wo läuft der denn jetzt rum? Ich habe eine wichtige Nachricht für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Frau Kolom hat die Bruderschaft verlassen. Iberium, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Judas haben erkannt, dass sie einen üblen Erstdämon haben. Ich versuche das. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Okay. Geh zur Seite! So, Korkalom hat die Bruderschaft verlassen. Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Geh zur Seite! Egal warum. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Geh zur Seite! Jedes Mal geht zur Seite. Okay, dann heißt das, wir könnten jetzt auch hier im neuen Lager wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir überall passieren können, ohne Probleme zu kriegen oder wie. Aber ich hoffe das zumindest. Gomez-Schergen kommen hier nicht rein. Geh! Digga, das. Wie nervig willst du sein? Ja. Lass uns lieber über was anderes reden. Manche lernen eben, wenn du meinst. Hier komme ich nicht hoch. Aber behalt's. Kann schon sein.
nicht. Ja, nein. War nicht besonders schlau. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ich raff es nicht. Kann schon sein. Ich kann hier jetzt nicht mehr klettern, seitdem ich dort habe, oder wie? Was soll denn das? Wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube kaum, dass ich da. Ja, jetzt kann ich. Ja, ne. Wo war nochmal die oberste Ebene da hinten? An der Geschichte muss man kann mir aber nichts mehr bleiben. Ah, da oben war's. Der Geschichte muss hier Wolf. Ah, Wolf können wir auch noch ein bisschen was verkaufen, oder? Ja, ja, gut, das kann schon sein. So, tauschen. Handelst du noch mit was? Ich kaufe. 600 hat er noch. Lass uns lieber über Wasser. Was haben wir? Hatten wir noch was zum Verkaufen? Man darf ja auch nicht alles nicht. Besser. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Kaum, dass ich da. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Deine Geschicklichkeit bestimmt den Jagderfolg. Lass uns lieber über. Geschick 1 und 5. Ah, okay. Bei dem kann ich nicht mehr lernen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben. Okay, müssen wir jetzt mal da lang. Ich halte mich wieder dieselbe Leier. Wahrscheinlich hast du recht. Hier ist der Weg. Ah, lass uns lieber mal so, sollte man. Und hier geht das hin. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ich halte mich da lieber raus. Ich hab die Parole lautet Tetridano. Tetriandos. Teriantroch. Nee, ich glaube, das war. Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Okay. Doch klar, dass es Ärger gibt. Und das ist jetzt Saturas. Nee, Nefarius. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Nefarius. Magier vom Kreis des Wassers. Ja? Nee, ich bin kein Magier. Wo finde ich Saturas? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Okay. Große runde Tor hier. Das ist Saturas. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Ja, Iberion ist tot. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Und ich habe diesen Fokus hier. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde.
Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Sind die sich da auch sicher? Was machst du jetzt mit dem Fokus und dem Almanach? Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Ah, okay. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Ja, hoffe ich. Okay, nice. Wir haben eine neue Quest jetzt fürs neue Lager. Wir sind jetzt weitergekommen. Aber es ist immer noch kein neuer Kapitel. Da hast du doch mal Glück gehabt. Was wolltest du da drin? Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. So. Stell mich jetzt angreifen. Riordian. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Jo, alles klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir uns in der nächsten Folge auf Suche machen. Nach diesen 4 Fokussteine. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.